Weg zu Laurent. Wem sind wir? Ich bin der Laurent Harich und ja, ich spiele für die LRC Inter U16. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Heute sind alle spitze, ganz stark. Wir hatten am Anfang weniger Torchancen, aber nachdem wir ins Spiel zurückgekommen sind, hat man gesehen, 3 Tore, 3-0, stark gespielt. Die Verteidigung war auch super und ja, ich finde, wir hätten so am Anfang diese mehr schießen sollen, da hätten wir vielleicht jetzt mehr Tore. Aber okay, okay. Wie findest du den Freistoß von Daniel? Sehr schön gemacht und das hat uns, glaube ich, alle überrascht, dass er plötzlich geschossen hat. Danke für das Interview. Wir Buden in 14 Minuten. Servus. Er hat Bayerns besten Body, er ist voll der Superheld hier. Und fragst du ihn, gefällt dir das, dann sagt er. Sehr gefällt mir. Er jubelt gerne über Kreuz, so wie Dracula. Und färbt er sich die Haare grau, dann machen's alle nach. Er nagelt voll die Dinger rein, Kanone schön geschnappt. Doch wenn die Spiele wichtig sind, dann taucht er gerne ab. Wie heißt der Typ? Hier haben wir den lieben Jules. Und Jules, wie findest du das Spiel bis jetzt? Also das Spiel, ganz tolle Stimmung, muss ich sagen, für ein U16-Match. Es kommen immer schon ein paar Leute zuschauen und so, mehr als bei uns. Und bin erst zwar 15, 20 Minuten hier, muss zu Hause noch was essen. Hab 2 Tore gesehen, hab das von, wer hat das erste Tor geschossen? Hab das von Ossi sogar gesehen, von den Mülleimern dort hinten. Und ich muss sagen, Daniels Tor ganz, ganz schön. Hab ehrlich gedacht, dass Ilios jetzt den schießen wird, aber Daniel macht den rein. Sehr schlecht verteidigt von Columbia. Sie hätten jemanden auf den Boden legen sollen. Aber sonst ganz gute Stimmung heute. Freue mich aufs Ende und wir freuen uns, um die 12 Punkte heute zu machen, also dieses Wochenende zu machen. Danke. Danke, Jules, für das Interview. Und probieren, LAC zu verhindern, dann die 3 Punkte zu holen. Und ja, wir haben viele Auswechselspieler, die sich gerade warm machen und gespannt sind, dass sie reinkommen könnten, wollen. Und ja, nicht zu vergessen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video und kommentiert für den Algorithmus. Danke. Hallo Laura, wie fandest du das Spiel? Ganz gut, wir haben sehr hoch gewonnen. Das ist schön für uns und ja, für die Mannschaft. Hattest aber nicht so viele Aktionen. Ja, leider, aber man kann nichts machen. Ein Sieg ist ein Sieg, also. Nur Tore kassiert ist trotzdem was. Ja. Das Spiel beginnt in Kürze und es steht gerade 3:0 für LAC und ich hoffe, es läuft gut. Was ich dazu noch sagen will, ist heute ein schönes Wetter. Ein angenehmes Wetter, es ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Kiri pfeift bis jetzt super, hat bis jetzt aus meinen Anmerkungen nichts falsch gemacht, ist ruhig und ja. Nico läuft an, führt die Ecke aus und Columbia klärt den Ball. Danny und Ballverlust Columbia. Und der Ball geht zu weit. Tobi fängt den Ball ab. Die Nummer 16. Und die Nummer, sehe ich gerade nicht, die Nummer 13. Die Nummer 9 kommt für die Nummer 13 rein. Ja! Hör mich, Nico! Pass auf, Nico! Nico! Geh! Nico! LRC spielt sehr gut. 7-0 vorne. Eigentlich 8-0. 20 kann er falten. Okay, und das Wetter ist. Also, wie ist das Wetter? Sehr schön. Eigentlich sehr gut. Voll Wetter. Finde ich auch auf jeden Fall. Und der letzte Torschütze war.
tun.
wir drücken die Daumen für Laurent und außerdem für die Mannschaft. Und ja, ein Tormannwechsel. Unsere Nummer 1, Tobias, kommt raus und unsere Nummer 22, Laurent, kommt rein. Wow, was macht ihr jetzt? Nico läuft an, flankt rein und Kolumbien klärt ihn ab. Auf die Latte und... Weiß ich nicht mehr, wie er heißt, aber unsere Nummer 3 ist verwandt. Und es steht 6 zu 0 für LAC. Die Gegner schauen nicht so müde aus, sie sind noch motiviert. Die wollen mehr machen, die wollen die Tore schießen. Und es gibt jetzt ein paar Spieler, die mit dem Schiedsrichter diskutieren. Und ja, und ich hoffe, dass LAC dagegen hält und hoffe, dass sie die 3 Punkte holen, ja. Und ich wünsche LAC noch viel Glück. Gut. Nico, lass ein bisschen fallen. Patrick? Und ja. Elias tritt an. In zweite Spielhälfte. Unsere Nummer 4, unser El Capitano, feuert schon unsere Spieler an. Und er erzählt mit dem langsamen Spielaufbau, chillig und entspannt. Und ein langer Ball zu Isak, Isak fällt ab auf Nico. Nico wieder zurück zu unserem El Capitano, der nach außen zu Fatih. Fatih schickt David und David kommt leider nicht mehr an den Ball. Ja, bitte, bitte. Ja, Isaac. Ja, Isaac, bitte. Bitte, Lana. Heute, du hast jetzt in der
der U14 gespielt und wie fandest du das Match in der U14? Also, heute noch die Schätzung ein. Das Tor in Leo, ein Doppelpack! Und weiter mit der Frage. Geh mal LSC! U14, definitiv ein sehr interessantes Match als Zuschauer. Ja. Also auch aus meiner Sicht, weil ich der Bankspieler bin und auf der Bank das ganze Match. Aber sehr interessantes Match. Also ich glaube 15 Minuten war es, wo wir 1-0 hinten lagen, sofort von dem Matthias Nummer 8 von Columbia Floridsdorf. Dann durch ein ganz schönes Geschenk von Columbia Floridsdorf haben wir das 1-1 gemacht. Ein Eigentor. Dann ich weiß nicht wann genau, aber dann kam das 2-1 durch einen Fehler in unserer Abwehr und dann waren wir schon 2-1 hinten. Fehler von Paul Hofer und dann Schabern mit einem Glückstreffer zum 2-2 in der 60. Minute und dann unser Starboy Eray Bolzdeppe mit dem verwandelten Freistoß in der